Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Ella! Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früh gekommen, als ich gedacht hätte. Sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Sie sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kleine, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Oh, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön, Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Es gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldner. Du bist der Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kleiner. Ich konnte dir nicht das Herz brechen, auch wenn es gut für dich wäre. Ich sollte später mal nach ihr sehen.
Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ella! Bleib stehen! Lass es nicht sein! Lass ihn mich nehmen! Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn wirklich echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Du solltest lieber beten, wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Ach, wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, der Söldner wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldner. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Schön. Ich besorge dir die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein? Das ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier.
Komm schon! Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Mehr Wein ist nicht übrig. Sonst wurde schon alles geplündert. Ella! Und auf geht's! Es hat geregnet. Ella, Ella. Meine Freunde sind verschwunden. Και ήδη παραμένουν τη σήμερα. Komm schon. Ja! Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Ella. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte nun zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Hier ist alles, was du haben wolltest. Oh, ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldner. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun.
Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldner. Was? Söldner! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht! Aetius hat sie gewählt! Er hat mich nicht mal richtig angesehen! Warum hast du das gemacht? Aetius kann nur der meine sein. Ich bin es, den am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar! Es ist einfach ausgefallen! Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige, einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Töte sie, Söldner! Du bist verrückt. Das wirst du büßen. Sie hat gespielt und verloren. Da gibt es nichts zu büßen. Glaubst du, dass sie wirklich so unschuldig ist? Sie wollte sich mit Magie einen Vorteil verschaffen. Also erspar mir die Heuchelei. Geh einfach und nimm deinen Kahlkopf mit. Bitte, Söldner, tu doch was! Wache! Hier ist eine Hexe unter uns! Was soll das denn? Der Söldner sagt die Wahrheit. Seht, was sie mir angetan hat. Sie hat mich vergiftet und entstellt. Ihr müsst mir helfen. Pass bloß auf, Söldner. Ich hol mir deinen Kopf. Was? Ich kenne sie mein ganzes Leben. Sie ist eine Hexe? Das erklärt alles. Ah!
Hey! Ich sollte vorsichtig vorgehen. Und so viel Unbekanntes am Horizont. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont.